Ja, schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Man merkt, in dieser Nacht gab es in Bautzen die Romantiker und alle sind noch in guter und aufgekratzter Stimmung davon. Also das ist doch eine gute Einstimmung. Liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Landesparteitag. Vor 14 Tagen hatten wir den Bundesparteitag, der unter dem Motto stand: Freiheit, Würde, Solidarität. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Motto für unsere Partei, ein Motto, das wir in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch in unserer Partei selbst verwirklichen wollen und müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr hier in Sachsen seid häufig vor besondere Herausforderungen gestellt. Die braune Brut versucht sich in Sachsen festzusetzen und ihr seid diejenigen, die als Antifaschistinnen und Antifaschisten immer in der ersten Reihe stehen, um sich den Nazis entgegenzustellen. Dafür herzlichen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind ja in jedem Jahr vereint, gemeinsam bei den Aktionen Dresden nazifrei. Und ich kann euch zusagen, dass auch im nächsten Jahr viele Genossinnen und Genossen aus dem gesamten Bundesgebiet nach Dresden kommen werden, um mit euch gemeinsam sich den Nazis entgegenzustellen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir hier alle an dieser Stelle gemeinsam unsere Solidarität mit André Hahn, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken im Sächsischen Landtag, ausdrücken. André, ich denke, nicht nur die Sächsische Landespartei, sondern die gesamte Partei steht hinter dir. Man muss sich noch einmal vorstellen, was im Sächsischen Landtag geschehen ist. Da wurde die Immunität eines Antifaschisten aufgehoben, und zwar mit den Stimmen von CDU, FDP und mit den Stimmen der verfassungsfeindlichen NPD. Ich finde, das ist eine Schande, und auch hier sollten wir noch einmal unsere Auffassung bekräftigen. Die NPD gehört endlich verboten, auch damit so etwas nicht mehr vorkommen kann, liebe Genossinnen und Genossen. Und warum ist es so wichtig, dass wir alle gemeinsam hinter André Hahn stehen und hinter allen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die angeklagt werden, die man angezeigt hat? Mit diesen Anzeigen wird doch versucht, Menschen den Mut zu nehmen, sich Nazis entgegenzustellen. Es geht also um André, es geht um die anderen, aber es geht um alle, denen der Mut genommen werden soll, sich den Nazis entgegenzustellen. Das müssen wir aufklären, das müssen wir weitersagen, und darum müssen wir in dieser Haltung auch ganz fest bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir uns den Nazis entgegenstellen, dann verteidigen wir Freiheit und Würde in unserem Land, und unser Mittel dazu ist die Solidarität. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt gestern den Landesvorstand gewählt. Ich gratuliere allen, die in den neuen Landesvorstand gewählt wurden, und zolle auch meinen Respekt allen, die sich der Kandidatur gestellt haben und wo es diesmal nicht geklappt hat. Natürlich gratuliere ich insbesondere dem Landesvorsitzenden und den Stellvertretern. Conny hat sich ja hier auch gerade noch schon mal auf die Zusammenarbeit mit allen freudig bezogen. Aber ihr seht mir vielleicht nach, dass ich einen besonderen Glückwunsch an Status ausbringe. Wir haben auf dem Erfurter Parteitag als Partei ganz stark unsere Solidarität mit Griechenland zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, auch deine Gedanken, Status, sind häufig in Griechenland in diesen Tagen. Wir sollten sehr genau hinschauen, was in Griechenland passiert und wie über Griechenland gesprochen wird. Erinnert euch, vor ungefähr einem Jahr hat der damalige Chef der CSU-Landesgruppe, Hans-Peter Friedrich, der inzwischen Innenminister ist, den Griechen per Bild-Zeitung empfohlen, sie sollten noch ihre Inseln verkaufen. Welche Lamoyanz, liebe Genossinnen und Genossen! Und die Kanzlerin von der CDU hat via Bild-Zeitung verkündet, die Griechen sollten mal ein bisschen weniger Urlaub machen und dafür mehr arbeiten. Und auch wenn wir uns darüber empören, liebe Genossinnen und Genossen, macht euch keine Illusionen. Auch das wirkt in der deutschen Bevölkerung, und es ist unsere Aufgabe, darüber aufzuklären, worum es wirklich geht. Und zwar
Und zwar soll die Agenda 2010 exportiert werden. Überall in der Welt sollen Niedriglöhne durchgesetzt werden, soll die Rente erhöht werden und es sollen die Einlagen der deutschen und französischen Banken gerettet werden. Und ich fand es wirklich empörend, wie Frau Merkel, Herr Sarkozy und andere europäische Regierungschefs sich empört haben über die Idee, in Griechenland ein Referendum zu veranstalten, das Volk zu befragen, wie es zu den Auflagen aus der Eurozone steht. Habt ihr jemals so viel Empörung über die Machenschaften von Banken und Ratingagenturen gehört, liebe Genossinnen und Genossen? Darüber sollte man sich empören und nicht über die Idee, das Volk zu befragen. Gestern wurde ich in einem Interview von dem Journalisten, der mich befragte, mehrmals nach dem Schicksal von Papa Andreou gefragt. Ich habe ihm geantwortet, mich interessiert eigentlich mehr das Schicksal der Grundschullehrerinnen in Griechenland, mich interessiert das Schicksal der Rentnerinnen und Rentner, mich interessiert das Schicksal der jungen Leute, die keine Zukunft haben, mich interessiert das Schicksal der Fischer und der Gastwirte in Griechenland. Und ich möchte, dass endlich auch von Griechenland aus deutlich gesagt wird, die 1000 reichsten Familien, die Superreichen in Griechenland, auch sie müssen zur Finanzierung ihres Landes herangezogen werden. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen, dass nur über die armen Menschen gesprochen wird und ihnen Lasten auferlegt werden, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr habt es vielleicht auch gelesen, die Superreichen aus Griechenland sehen zu, wie sie ihr Geld anlegen. Sie kaufen sich Luxuswohnungen in London und jeder von euch weiß, dass die Wohnungspreise in London wesentlich höher sind als in Berlin, Dresden, München oder sonst wo. In Europa haben wir im Augenblick ein Privatvermögen, ein verwaltetes Privatvermögen von 37 Billionen Euro. Und wenn man davon nur 5% nehmen würde, 5% von diesen Superreichen, dann hätten wir schon die 2 Billionen, die für den sogenannten Rettungsschirm verwendet werden. Aber die Kanzlerin und ihre Getreuen in Europa nehmen es lieber von den Armen. Dem stellen wir uns dagegen. Wir sind die Partei der Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen. Vor 14 Tagen hatten wir unseren Bundesparteitag in Erfurt. Ich glaube, dieser Parteitag war ein großer Erfolg. Wir haben mit großer Mehrheit, mit 97% der Delegiertenstimmen, ein Programm beschlossen, und zwar ein Programm, in dem wir den Anspruch stellen, die Gesellschaft, wie ihr es hier auch geschrieben habt, die Verhältnisse zu verändern, und zwar ganz aktiv. Viele Beiträge kamen auch aus eurem Bundesland, aus eurem Landesverband und haben dazu beigetragen, dass das Programm interessanter und ideenreicher wurde. Und natürlich ist auch euer Bundesland bzw. die Linke aus Sachsen immer ein Garant dafür, dass etwas, was ganz besonders ist für Sachsen, nämlich dass hier die autochthone Minderheit der Sorben lebt, im Programm verankert wurde, dass auch wir in unser Parteiprogramm geschrieben haben, dass wir die Rechte der autochthonen Minderheiten und hier natürlich insbesondere die Rechte der Sorben unterstützen und verteidigen wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Katja Kipping hat in der Redaktionskommission entscheidend am Programmentwurf mitgearbeitet. Karin Ley hat als Bundesgeschäftsführerin den Parteitag vorbereitet und zu wichtigen Fragen gesprochen. Und von den vielen Diskussionsbeiträgen, die von den Genossinnen und Genossen aus Sachsen kamen, ist mir auch besonders der Beitrag von Kerstin Köditz in Erinnerung. Denn Kerstin Köditz ist eine der aktivsten Antifaschistinnen und Antifaschisten, die wir in unserer Partei haben. Kerstin, Hochachtung für deine Arbeit und vielen Dank.